Hallo und herzlich willkommen bei Foto Erhard. Wer von euch unseren YouTube-Kanal länger verfolgt, könnte über mich schon herausgefunden haben, dass ich die Entscheidung für ein Kamerasystem in den meisten Fällen zu einem Großteil für eine emotionale Entscheidung halte. Ja, technische Daten spielen natürlich auch eine Rolle. Euch nutzt eine Kamera, die euren Bedürfnissen nicht gerecht wird, mal so rein gar nichts. Aber ich denke, euch geht's wie mir. Die Kamera darf schon schön sein. Gut. Schönheitsempfinden gegenüber Geräten ist schon ein Stück weit subjektiv. Aber es gibt da Faktoren, die mir eine Kamera schmackhafter machen können. Dazu gehört ganz klar der Retro-Look. Eine Kamera mit modernem Innenleben, aber einem Vintage-Exterieur finde ich faszinierend. So ein Retro-Design wirkt auf mich vertraut und zuverlässig. Der Effekt auf Menschen vor der Kamera ist ähnlich. Bei der guten von Fadi noch habe ich das Gefühl, Hemmschwelle und Scheu sind deutlich geringer. So eine Retro-Kamera ist manchmal auch aus psychologischer Sicht ein cleverer Schachzug. Und genau den hat Nikon jetzt genommen, mit der ZFC. Rein technisch haben wir es erstmal mit einer Nikon Z50 in einem neuen, alten Kleid zu tun. Der APS-C-Sensor mit Tiefpassfilter löst mit 20,9 Megapixeln auf. Als Prozessor arbeitet der X-Speed 6 in der Kamera. Die ISO bewegt sich zwischen 100 und 51.200 und dank der moderaten Auflösung darf man auch ruhigen Gewissens in die höheren ISO-Sphären vordringen. Der Hybrid-Autofokus mit 209 Messfeldern erkennt bei Bedarf die Augen von Menschen und Tieren. Die Low-Light-Performance wurde von Nikon um einen halben Lichtwert von 4 auf 4,5 im Gegensatz zur Z50 verbessert. Ob das in der Praxis wirklich spürbar ist? In Serie kommt die Kamera auf 5 bis 11 Bilder pro Sekunde und wer filmt, kann in 4K 30p und in Full HD bis 120p arbeiten. Einen Mikrofoneingang finden wir auch. Der Sucher ist ein mit 2,36 Millionen Bildpunkten auflösender XGA-OLED-Sucher mit 1,02-facher Vergrößerung und einer 100%igen Bildfeldabdeckung. Die Sucherabdeckung bei der Z50 ist übrigens rechteckig, bei der ZFC rund. Das ist schon schick. Fotos und Videos werden auf einer SD-Karte abgelegt. Wegen der moderaten Datenraten reicht der Kamera ein UHS-1-Kartenslot völlig aus. Der Akku ist ebenfalls identisch zur Z50, der ENEL25 kann in der Kamera per USB aufgeladen werden. Allerdings setzt die Z50 auf den alten Micro-USB-Anschluss. Die alt wirkende ZFC ist da moderner und darf über USB-C verbunden werden. Verkehrte Welt. Spätestens für die FilmerInnen unter euch haben beide Kameras auch ein großes Manko. Wir finden keinen IBIS, also keinen Bildstabilisator in der Kamera. Wer eine Stabilisierung benötigt, muss auf ein entsprechendes Objektiv setzen. Das bitte berücksichtigen. Nach diesem Datengewitter muss ich das jetzt fragen. Wie sexy ist diese Kamera bitte? Selbst das Logo erinnert an die Spiegelreflexboliden aus den 80ern. Wer schon mal mit einer Nikon FE oder FM fotografiert hat, wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Sie ist schon schön. Die Optik bringt aber auch ein paar Vorteile mit, denn Nikon hat die Bedienelemente anders angeordnet. Für die vier Aufnahmeprogramme P, A, S und M finden wir links oben einen Wahlschalter. Als Rädchen steht uns die Belichtungszeit, die ISO und die Belichtungskorrektur zur Verfügung. Zwei zusätzliche, unbeschriftete Rädchen erledigen den Job, den wir auch von anderen Nikon-Modellen gewohnt sind. Vorne die Blende, hinten die Zeit. Soweit so vertraut. Um das Retro-Feeling noch zu untermauern, finden wir oben auf der Kamera ein winziges Display, das uns die aktuelle Blendenöffnung anzeigt. So haben wir direkt am Gehäuse alle aufnahmerelevanten Daten im Blick. Klingt jetzt vielleicht absurd, aber ich liebe dieses kleine Display. Und apropos Display. Nikon hat das eigentliche Display der ZFC im Vergleich zur Z50 um 0,2 Zoll geschrumpft. Tragisch? Mitnichten, denn so konnte Nikon ein frei dreh- und schwenkbares Display verbauen. Richtig, vorbei die Zeiten des etwas steiferen Klappdisplays, hier ist volle Flexibilität angesagt. Ich finde das einen smarten Move, denn so ein Dreh- und Schwenkdisplay ist Gold wert. Haptisch unterscheiden sich die Kameras auch sehr deutlich voneinander, denn zugunsten des Designs entfällt die üppige Griffwulst der Z50, die das Fotografieren so bequem macht. Nikon wird noch einen optional erhältlichen Handgriff für die ZFC nachreichen. Ich kann ehrlich gesagt aber auch gut ohne. Und wo wir bei ohne sind, die ZFC wird ohne Blitz ausgeliefert.
Da lässt sich, anders als bei der Z50, kein Blitz ausklappen. Stört mich auch nicht, denn wer schön blitzen möchte, kommt ohnehin nicht um einen Systemblitz herum. Interessanterweise ist das ZFC-Gehäuse insgesamt 60 Gramm leichter als das der Z50, was nicht zuletzt am verbauten Kunststoff liegen dürfte. Keine Sorge, die Kamera fühlt sich dennoch nicht billig an. Zum Verkaufsstart bekommt ihr die ZFC in verschiedenen Sets, unter anderem mit dem neuen 28mm Nikkor mit Lichtstärke 2,8 in, Achtung, cool, Retro-Optik. Noch cooler, das 28er ist ein Vollformat-Objektiv. Wer also die ZFC als Zweitkamera zu einem Z6 oder Z7 Buddy erwerben möchte, sollte mit dem 28mm Kit liebäugeln. Und ein Vlogging-Kit mit Multifunktionshandgriff und externem Mikro gibt's auch. Also stöbert mal durch, welche Variante für euch die spannendste ist. Ich gestehe, als ich die Ankündigung las, war mir die Kamera erstmal ein wenig egal. Eine Z50 in einem neuen Design. Wow, spannend. Nicht falsch verstehen, die Z50 ist toll, wie das gesamte Z-System. Die nativen Objektive sind durch die Bank erstklassig und dank des Bajonett-Adapters ist die Auswahl an Objektiven riesig. Aber warum die gleiche Kamera noch einmal auf den Markt bringen? Naja, und dann hatte ich sie in der Hand. Und was soll ich sagen? Genialer Move, Nikon. Die ZFC ist ein Träumchen. Nicht nur, dass mir die Optik wahnsinnig gut gefällt, die Bedienung macht mir einfach Spaß. Und ich glaube, allein der Anmutung wegen könnte die Kamera für viele von euch ein Motivator sein, mal wieder shooten zu gehen. Wenn das nichts ist? Ich glaube, das ist eine Kamera, die man selbst erleben muss, um eine rationale oder vielleicht auch irrationale Entscheidung zu treffen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt sie in die Hand. Gerne in unseren Filialen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo und Glocke, ihr kennt das Spiel. Für weitere Infos und die Bestellung besucht ihr unseren Online-Shop unter www.foto-erhard.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und denke, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit dem Ding. Die ist aber auch hübsch. Macht's gut.